Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario World. In diesem Part werden wir die vierte Welt abschließen. Am besten wartet man, bis diese stachelige Decke weit genug runtergekommen ist. Dann braucht sie länger, um überhaupt erstmal wieder ganz nach oben zu fahren. Aber das ist auch kein knappes Zeitlimit. Nicht sehr schwer, wie man sieht. Ja, Ludwig van Koopa zieht sich nach jedem Treffer in seinen Panzer zurück und verfolgt einen. Er sollte möglichst nicht in der Mitte stehen bleiben, sonst kann es passieren, dass er beim Springen aus dem Bildschirm gerät und man ihn da nicht treffen kann. Was passiert diesmal? Nanu? Oh, der arme Hügel. Machen wir uns auf in den Wald der Illusion. Wiggler, neuer Gegner. Läuft man auch manchmal im Kreis. Ja, für den Geheimgang muss ich mich leider von Yoshi trennen, deswegen machen wir den erst später. Habe ich nicht vermisst. Thank you.
diesem Level lohnt sich sehr. Er führt uns nämlich zum blauen Schalterpalast, der übrigens auch der letzte ist. Nochmal gut gegangen. Sehen könnt, sind hier im normalen Super Mario World alle Schalterpaläste total billig. Aber in Hex habe ich die auch schon mal schwieriger erlebt. Da waren das schon so puzzleartige Levels. Bob-Ombs sind zurück.
Der Geheimgang aus diesem Level ist übrigens wichtig, denn ohne ihn kann man nicht zum Boss-Level kommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.